geht's los. Und drei Tage später, am kommenden Freitag, feiert einer der treffsichersten Schützen Deutschlands seinen 16. Geburtstag. Youssoufa Moukoko. Sechsmal trug er bislang das DFB-Trikot der Junioren. Und am Samstag könnte er in Berlin zum ersten Mal bei den Profis des BVB zum Einsatz kommen. Er schoss bislang für Dortmund in 79 Spielen 137 Tore. Er übersprang alle Altersstufen und war trotzdem nicht zu stoppen. Ein absolutes Ausnahmetalent. Und nun könnte er der jüngste Bundesligaspieler aller Zeiten werden. Dank einer Ausnahmegenehmigung und einer Sonderregelung der DFL. Die aber nicht nur auf Beifall stößt, wie Matthias Wolf berichtet. Im vereinseigenen Videokanal ist er schon ein Star. Youssoufa Moukoko, Borussia Dortmund. Gehypt als Wunderkind, Kinderstar in der Presse. Moukoko mit 15 Jahren auf dem Sprung in die Bundesliga. Umschwärmt von allem. Ich glaube, das ist ein überragendes Talent. Mit 15 war ich nicht so gut wie er. Es ist großartig, ihn zu sehen. Also meine Vater hat immer gesagt, mach mehr als der andere. Mehr machen, Geschichte schreiben. Moukoko trainiert seit dem Sommer permanent bei den Profis. In der Bundesliga hätte er nach den bisherigen Regeln in dieser Saison noch nicht spielen dürfen. Eigens für ihn aber hat Dortmund bei der Deutschen Fußballliga den Antrag gestellt, die Altersgrenze dafür auf 16 zu senken, was prompt bewilligt wurde. Natürlich ist das ein bisschen nicht ganz uneigennützig, weil wir natürlich uns erhofft haben, dadurch Youssoufa Moukoko schneller zum Spielen zu bekommen im Profibereich. Moukoko wird Ende November 16 und dank der neuen Regelung wohl jüngster Spieler der Bundesliga-Geschichte. In vielen anderen Top-Ligen gab es nie eine Altersgrenze. Siehe England, Italien und Spanien, wo etwa Ansu Fati schon mit 16 für Barcelona auflief. Dass das jetzt auch in Deutschland möglich ist, daran sind kritische Töne aus dem Profibereich selten. Wenn ich die Spieler noch früher immer hochschiebe, dann müssen sie noch mehr Tore tragen, werden noch mehr unter Druck gesetzt, sind medial auch mehr beäugt. Ich glaube nicht, wie gesagt, ich bin jetzt kein Wissenschaftler und habe mich auch nicht extrem damit befasst. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es für eine Persönlichkeitsentwicklung super ist, wenn er mit 16 dann schon Bundesliga spielen kann. Arne Güllich ist Wissenschaftler, forscht seit Jahren zur Talentförderung im Fußball. Bei verkürzter Ausbildungs- und Lernzeit wirke die Bundesliga oft wie ein ungesundes Treibhaus, sagt er. Reifung braucht ihre Zeit und lässt sich eben nicht durch äußere Einflüsse unbegrenzt beschleunigen. So wie wir das bei den Tomaten kennen, die schneller reifen, aber eben nach nichts schmecken. Autos, die zu früh auf den Markt gebracht werden und umfallen. Ein Spitzensportler zu sein, erfordert eben auch bestimmte charakterliche Eigenschaften, bestimmte Persönlichkeitseigenschaften, auch soziale Fähigkeiten. Und die lassen sich nicht per Beschleunigung herbeiführen. Es gibt Beispiele für Spieler, die sehr jung Profi wurden und später Weltstars. Aber je jünger es auf die große Bühne gehe, so Güllich, desto größer seien die Gefahren. Spieler, die relativ früh schon begonnen haben, relativ früh das Training intensiviert und sich spezialisiert haben auf eine Sportart, haben ein beträchtlich erhöhtes Risiko von späteren Überlastungsschäden. Erstens. Zweitens, sie haben ein erhöhtes Risiko von Burnout, dann im späten Jugendalter typischerweise. Genau das ist ihm passiert. Michael Sternkopf landete als Teenager plötzlich im Profizirkus. Wir treffen ihn bei seinem Jugendverein in Karlsruhe. Sternkopf, heute 50, stieß schon mit 18 Jahren zum Profikader. Er weiß genau, was auf einen 16-Jährigen dort zukommt. Die Freude sollte überwiegen, aber irgendwann wächst eben der Druck der Öffentlichkeit, der Medien, des Vereins, der Fans. Also da kommt schon einiges zusammen. Mit 18 Bundesliga-Profi beim Karlsruher SC. Dann der Wechsel zum großen FC Bayern für die damalige Rekordablöse von 3,4 Millionen Mark. Anfangs habe er sich unbesiegbar gefühlt, bis er häufig verletzt und nur noch Ersatz war. Dann verkrümmelt man sich natürlich. Dann will man auf der einen Seite irgendwo gar nicht mehr raus, weil man glaubt, die Leute sagen, ach guck mal hier, der Versager und der spielt ja nie und letztes Jahr noch gefeiert, größte Ablösesumme. Das macht natürlich was mit einem jungen Menschen. Mit 21 schickte der Mannschaftsarzt ihn zum Psychotherapeuten.
Er solle Antidepressiva nehmen, sonst sei die Karriere zu Ende. Unter den Spätfolgen litt er bis ins Erwachsenenalter, bis zum Burnout. Ein junger Mensch, zu früh ins Rampenlicht Bundesliga geschubst? Ist den Vereinen klar, dass es auch so kommen kann? Als kritischer Geist in der Talentförderung gilt der Mainzer Nachwuchschef Volker Kersting. Er gehört der DFL-Kommission Leistungszentren an, jenem Gremium, das über den Antrag des BVB zuerst entschied. Natürlich besteht immer bei jedem Nachwuchsspieler, den man in jungen Jahren reinwirft in die Bundesliga, ein Restrisiko. Das ist vollkommen klar, weil sie können nicht alles zu 100% ausschließen. Wir müssen, und das ist unsere Aufgabe und Verantwortung, versuchen eben abzuschätzen, kann der Spieler das in allen Bereichen, die von ihm abverlangt werden, mental, athletisch, fußballerisch, kann der Spieler das leisten. Nur wie genau? Ob mit der neuen Altersgrenze auch Kontrollmechanismen verbunden sind, für die sich sogar DFB-Direktor Oliver Bierhoff aussprach? Das wollen wir von der DFL wissen. Doch wir erhalten auf unsere Fragen keine Antwort. Von derartigen Kontrollmechanismen jedenfalls ist bislang nichts bekannt. Die neue Altersgrenze dagegen gilt schon. Ich glaube, man muss ein bisschen vorsichtig sein dahingehend, dass, gehen wir einfach mal 10 Jahre zurück, da gab es diese Mechanismen, die wir heute in Nachwuchsleistungszentren mit der Anzahl an Personal, mit der Qualität an Personal überhaupt nicht hatten. Und ich glaube eben auch, dass die Jugendlichen heute zum Teil in der Beziehung einfach weiter sind, weil sie viel früher professioneller begleitet werden. Gemeint ist professionelle Begleitung durch Fachleute wie ihn. Sportpsychologe René Pasch hat bis 2019 am Nachwuchsleistungszentrum des VfL Bochum gearbeitet, als einziger Sportpsychologe beim Zweitligisten. Wie viel professionelle Begleitung ist dann überhaupt möglich? Das Thema Sportpsychologie, hier in Deutschland wird es leider noch stiefmütterlich behandelt. Es war zum Teil gewünscht, aber zum Teil auch nicht erwünscht. Und da ich alleine war, kann man sich vorstellen, dass man nicht alle Mannschaften betreuen kann. Das geht gar nicht, ganz besonders nicht so, wie wir uns das persönlich vorstellen. Man kann nicht 130, 140 Spieler plus Trainer plus Betreuer adäquat betreuen, wenn man alleine ist. Ein Sportpsychologe für alle Nachwuchsspieler eines Vereins. Die Mindestanforderung der DFL. Ist das auch die Regel? Wir fragen nach bei den 36 Vereinen der ersten und zweiten Bundesliga. Knapp die Hälfte belässt es dabei. 4 Clubs machen gar keine Angaben, auch der BVB. Begründung: unternehmensinterner. Borussia, Marktwert 80 Millionen. Er debütierte in seiner Heimat Norwegen schon mit 16. Das hat der BVB jetzt auch in Deutschland möglich gemacht. Es ging in erster Linie auch darum, einen Wettbewerbsnachteil, den die deutschen Clubs haben, hier eben auszugleichen. Weil in allen anderen europäischen Ländern gibt es diese Altersbeschränkung nicht. Youssoufa Moukoko hat als Jugendspieler noch keinen offiziellen Marktwert. Eine belgische Zeitung aber schätzte ihn bereits auf 90 Millionen. Die Profifußballvereine sind auch Wirtschaftsunternehmen. Und so wie jedes andere Unternehmen auch wenn es immer so ein bisschen gefühlskalt wirkt, Mitarbeiter sind auch Humankapital. Das gilt auch im Profisport. Der Unterschied ist, dass es hier um Kinder geht. Die haben noch nicht selbst die Entscheidungsreife, das zu beurteilen, was hier mit mir passiert. Zurück zu Michael Sternkopf. Er fühle sich heute stabil, sagt er. Wie ihn der Fußball krank gemacht hat, darüber hält er inzwischen Vorträge. Bilder aus Zeiten vor Corona. Dass die Bundesliga ihre Altersgrenze nun gesenkt hat, bereitet ihm auch Sorgen. Ich denke zuallererst an das Kind und denke, große Verantwortung, großer Druck lastet auf ihm, Erwartungshaltung, Wunderkind. Ja, Wunderkind, mit was für einer Hypothek geht der weiter?